Hallo, liebe Schütze, herzlich willkommen zu deinem Ausblick in den Februar. Ich freue mich, dass du da bist. Das Orakel ist für dich, wenn du im Sternzeichen Schütze geboren wurdest oder deinen Aszendenten dort hast oder dein Mondzeichen. Alle weiteren Infos zu diesem Orakel findest du wie immer unter dem Video in der Infobox. Von mir aufgeschrieben, unter anderem welche Karten ich verwende und den entsprechenden Link dazu. Was kommt für den Schützen im Februar? Was darf ich weitergeben? Über welche Thematik darf ich sprechen? Die Sonne. Die Mäuse. Hier nehme ich eine Erholung wahr von Situationen, die dich geplagt haben. Eine Erholung bei Themen, wo du sagst, da wurde dir etwas genommen, da wurde dir etwas vorenthalten. Mit der Sonne nehme ich auch deine Vitalität wahr, deine Gesundheit wahr, ja, falls du dich in der Vergangenheit, falls du mit gesundheitlichen Themen zu tun hattest, nehme ich das so wahr, dass im Februar hier ein großer Schub reinkommt in eine sehr positive Richtung, also eine Erholung, okay. Wo du dir vorher vielleicht Sorgen gemacht hast, Sorgen sehe ich auch rausgehen, ein Gefühl der Unzufriedenheit, Unruhe oder auch eben Krankheit, sehe ich hier rausgehen. Themen, die dich lange geplagt haben, ja, auch Verzögerungen, die hier aufhören, ja, das ist das, was ich hier sehe. Hier löst sich Kränkelndes auf für den Schützen. Im Februar. Und die Sonne bringt Lebensfreude mit sich, sie bringt Vitalität mit sich und ein Happy End in einer plagenden Angelegenheit. Zwei Stäbe. Acht Stäbe, ja, ich nehme das so wahr, Verzögerungen gehen raus. Etwas, was sich lang hingezogen hat, nimmt jetzt Fahrt auf, ja. Ziemlich rasant sozusagen in eine positive Richtung. Dir wird es wieder ermöglicht, optimistisch in die Zukunft zu schauen, ja. Und alles, was, wie gesagt, gekränkelt hat, hinter dir zu lassen. Das ist das, was ich wahrnehme. Also der Februar ist eine Zeit, wo du wirklich optimistisch wieder nach vorne schauen kannst und ruhig die ein oder andere Planung in Angriff nehmen kannst oder den ein oder anderen Plan umsetzen kannst, wo du dich einfach auf das freuen kannst, was kommt. Ich nehme hier so ein Thema wahr mit deiner Energie, ja, mit deinem Wohlbefinden sozusagen, mit deiner Gesundheit. Der König der Kelche. Sechs Münzen. Kann sein, dass du unterstützende und helfende Personen um dich herum hast, liebe Schütze. Menschen, die dir sehr wohlwollend gegenüberstehen, Menschen, die es gut mit dir meinen, wo du wirklich Hilfe annehmen darfst, wo du dich auch reich fühlst, dadurch, dass du gewisse Menschen an deiner Seite hast. Wir haben den König der Kelche und die Königin der Kelche. Das sind beides sehr, sehr liebevolle Personen. Ja, der König und die Königin der Kelche, die können auch für Fürsorglichkeit stehen oder Menschen, die dich heilen können, die die Fähigkeit haben, dir gut zu tun, dich zu heilen. Vielleicht sogar, es kann sein, dass du Heiler um dich rum hast, die das berufliche ausüben, das kann sein, oder Therapeuten, Menschen, die sich um dich kümmern, die unterstützend in deinem Leben wirken, definitiv. Menschen, die dich lieben. Mehrere Menschen, die dich lieben, sehe ich hier, liebe Schütze. Und der Stern bringt hier Hoffnung mit sich. Hoffnung und Heilung, Versprechen, die eingelöst werden.
Also für alle Schützen, die hier immer optimistisch geblieben sind und die Hoffnung nicht aufgegeben haben und in der Vergangenheit gekämpft haben, durchgehalten haben, hier der Stern bringt Heilung in einer Situation mit sich. Heilung und Erneuerung deiner selbst. Der Ritter der Kelche, das ist deine Energie. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Energie, ja. Auch total gutmütig, aus dem Herzen lebend, sehr dankbar für alle liebevolle Beziehungen im Leben, für die guten Dinge im Leben. Das ist so, ich bin verliebt in das Leben, ja. Das ist eine romantische Energie, voller Sehnsucht auf das, was die Welt ja, zu bieten hat, was es alles zu entdecken gibt. Das ist eine charmante Energie. Kann sein, dass du sehr charmant unterwegs bist, sehr charmant rüberkommst im Februar, vielleicht auch neue Menschen kennenlernen kannst im Februar. Menschen, die sich zu deiner Herzlichkeit, zu deiner Wärme, zu deinem Charme hingezogen fühlen. Das kann sein, ja. Sehr fantasievoll und freundlich, absolut freundlich und glücklich über diese positive Wende, so nehme ich das wahr. Es wirkt ziemlich harmonisch und liebenswürdig, zärtlich, sanft. Und im Umfeld haben wir noch eine Person. Also ich sage ja, das fühlt sich definitiv so an. Das ist das Orakel für Schützen, die erkennen, wie viel gute Energien um sie herum sind. Ja, Schützen, die auch sehr, sehr dankbar sein dürfen für die Menschen im Umfeld, für die unterstützenden, fürsorglichen Menschen, die für einen da sind, wenn es mal schwer wird. Die Königin der Münzen ist genauso eine Energie. Das haben wir hier. Mehrere Personen liegen, auch der Ritter der Kelche. Ja, die Königin der Münzen ist eine mütterliche Energie, eine sehr bodenständige Energie. Sie ist die Meisterin des Alltags. Sie kümmert sich um alles Mögliche, was anfällt: Haus, Hof, Familie, Finanzen. Die Königin der Münzen kann auch eine gute Geschäftsfrau sein oder ein Geschäftsmann, mit dem du es zu tun hast. Das Geschlecht ist in allgemeinen Orakeln als neutral zu betrachten, ja. Das sind Menschen, die dir Halt geben im Leben, die dir Stabilität geben und Geborgenheit. Liebevolle Beziehungen sehe ich hier. Liebevolle, treue Beziehungen, für die der Schütze hier dankbar sein. Und na, genau. Ich habe noch nicht mal zu Ende geredet, zeigen sich hier die zwei Kelche und das ist der Ratschlag hier für die Schützen im Februar. Ja. Das, was ich die ganze Zeit schon sage hier. Du hast liebevolle Menschen an deiner Seite. Menschen, die dir wohlwollend sind, die dich unterstützen, die großzügig sind, die, ja, wie ich eben alles schon gesagt habe, konzentriere dich auf solche Verbindungen. Genieße diese Verbindungen. Zeig auch diesen Menschen, wie dankbar du bist, dass sie in deinem Leben sind. Hier nehme ich so wahr, zwischen den Herzen fließt Energie, ja. Zwischen deinem Herz und dem Herz dieser Menschen fließt Liebe, wahre Liebe, harmonische Beziehungen. Das geht alles Hand in Hand und miteinander. Wow, gerade eben sage ich Hand in Hand und miteinander. Na, das sind zwei Hände, die eine ist jünger, die andere ist älter. Mit den 10 Münzen geht es auch um Generationen, um Unterstützung in der Familie, um ein stabiles Familiensystem oder ein stabiles System im beruflichen Umfeld, je nachdem, was es für ein Thema war. Bei vielen, vielen Schützen nehme ich es eben als Familie wahr oder als treues Umfeld. Die Menschen, die du als deine Familie bezeichnest, ja, das ist eine Energie, die hier für Beständigkeit steht, für Sicherheit und sich. Es steht für Reichtum, sich reich fühlen durch die Verbindungen und Beziehungen im Leben, die Menschen, die für einen da sind, gerade eben in schweren Zeiten. Das ist eine sehr starke, stützende Energie, wo du sagst, ja, ich fühle mich reich, dadurch, dass ihr da seid. Die 10 Münzen können auch finanziellen Wohlstand ankündigen, definitiv. Materiellen Wohlstand. So dass es dir an nichts fehlt, so dass du zufrieden sein kannst, so dass du, ja, es genießen kannst. Und
Was hier ganz stark durchkommt, ist, dass der Schütze das 100% zu schätzen weiß, was da an Erfahrung auf ihn zukommt im Februar. Und an der Unterseite zeigt sich noch die Kraft. Nach langem Kampf, vielleicht auch nach Kummer, Schmerz, Triggern, alten Wunden, tiefen Wunden, Enttäuschungen. Aber hier, das ist die Energie des Schützen. Stark, innere Stärke, mutig, ein Kämpfer. Bereit, die Führung und Verantwortung zu übernehmen. Leidenschaftlich, feurig, das Lebensfeuer kommt mir hier ganz, ganz stark durch. Die Kraft steht auch immer für einen Beschützer. Es ist so dieses gegenseitige Beschützen. Ich bin für euch da und ihr seid für mich da. Wertvolle Verbindungen sehe ich hier. Und wie gesagt, eine unglaublich positive Wende für den Schützen im Februar. Ein Happy End, ja. Definitiv darf der Schütze positiv in die Zukunft blicken. Was darf ich noch an Ratschlägen weitergeben für den Schützen? Was haben wir hier? Sag dir drei Dinge, die Freunde an dir schätzen. Würde ein Fremder dir begegnen, wie würde er dich beschreiben? Siehst du, und hier geht es um Freunde. Aber auch fremde Personen, die womöglich in dein Leben kommen, wo du merkst, okay, auf die kann man sich verlassen, die helfen mir, die unterstützen mich, die sind in dieser Situation wertvoll. Es gibt eine Wahrheit, die sich in deinem Inneren verbirgt und sie lautet, du verdienst all das Schöne, was das Leben bereithält. Du verdienst das Beste. Genau, und das ist auf dem Weg zu dir. Dein Wert wird nicht von jenen bestimmt, die dich nicht lieben können. Ja, dein Wert wird nicht von jenen bestimmt, die nicht lieben können. Definitiv nicht. Aber du hast ganz viele Menschen um dich rum, die dich lieben. Ja. Lerne Nein zu sagen, ohne zu erklären, warum. Liebe Schütze, das kann ich dir weitergeben für Februar. Ein sehr, sehr schönes Orakel, wie ich finde. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du magst, sehen wir uns gern beim nächsten Orakel wieder, um zu sehen, wie es weitergeht. Mach's gut. Bye, bye.